Wenn mein Ziel dort beginnt, wo mein Weg endet, begegne ich der absoluten Zufriedenheit oder beginnt für mich dort ein neuer Weg? Schritt um Schritt mich fortbewege, immer mit dem Blick voraus. Sehe ich, was ich glaube? Oder glaube ich, was ich sehe? Es ist verwirrend, ich habe seit jeher immer nach etwas gesucht, woran ich glauben kann, was ich fühlen darf, was ich spüren und genießen will. Finde ich es. Ich dachte zu glauben an das, was ich sehe. Zurück aus der Vergangenheit an mein Ziel bringen? Oder zurück dahin, wo ich mir vorstelle, noch weiter zurück zu gelangen? Zurück, wo alles begann? Sie haben gesagt, ich soll meine Klappe halten, damit nicht so viel Mist rauskommt. Aber soll ich mir das Fühlen, Sehen und Spüren von denen auch verbieten lassen? Oder komme ich mit deiner Einstellung an mein Ziel zurück, wo alles beginnt? Habe ich das Privileg, ein Ziel zu verfolgen, nach dem ich suche, und die haben das Recht, mich dabei zu behindern, statt zu helfen? Warum können die entscheiden, was mein Ziel ist und wie ich es zu erreichen habe? Die Verfolgung fremder Entscheidungen ist das, was dich vorantreibt, dich in deiner Tat unterstützt und nach jedem Schritt stolpern lässt. Kommst du weiter, wenn du aufstehst? Oder fällst du noch tiefer als dein Ausgangspunkt? Stell dir vor, ein Nichts. Folge ich ein Ziel oder doch mein Leben? Versuche ich es zu erreichen oder sollte es doch nicht erreichbar bleiben, damit ich sein kann?
beginnt für mich dort ein neuer Weg? Oder ist es der Weg zurück, dahin, wo alles beginnt?